Hallo, hier ist Frank. Ja, ich habe mir hier so eine Streampunk Schnabelmaske geholt. Die wollte ich mal kurz mit euch auspacken, wenn der Hund hier mal nicht auf Dauer bellt. Ja, die ist aus PU-Leder. Ich habe mir jetzt schon eine selber gebastelt aus Styropor und was weiß ich, aus Styropor, aus Pappmaché und was weiß ich. Aber ich war alles mit denen nicht so richtig zufrieden. Und da habe ich bei Amazon gesucht und habe dann hier die gefunden. Ja, also riechen tut sie ganz normal. Ich sehe gerade, hier unten sind Luftlöcher drin, was ein bisschen sehen kann. Ja, alles seine optische Sehen hat es natürlich Nachteile, praktische Sehen hat es Vorteile, wenn man atmen tut, dass die Maske nicht beschlägt. Ja, die Verarbeitung. Ja, der Schnabel sieht ja ein bisschen komisch aus. Aber sonst ist es eigentlich okay. Ja, die muss man dann auch sicherlich noch alles schön formen. Ein bisschen auslegen lassen und dass die ein bisschen Form kriegt, ein bisschen knicken. Ja, also ich bin eigentlich recht begeistert von den Teilen, muss ich sagen. Jetzt so, ich hoffe mal, die Hälfte weichen. Ich habe glaube 14,99 € oder 15,99 € bezahlt. Ja, also was mich jetzt positiv überrascht ist, weil in den Bewertungen steht, dass die alles nach Chemie gestunken hat extrem, aber es riecht ganz normal nach ganz normalem Leder, also nach dem PU-Leder. Ja, ich hoffe mal. Wie schon gesagt, dass er weichen halten wird, muss man halten wird. Muss noch ein bisschen einfetten, ein bisschen, damit das ein bisschen weich wird. Nicht einreißen tut das Leder. Ja, hier hinten ist so eine kleine Gummimaske. Ich will noch mal schnell kurz testen. Wie es passt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier was sieht. Ich muss hier mal rumdrehen. Tara. Ja, wie man jetzt sehen kann, beschlägt sie trotzdem. Also das mit den, ob das mit den Löchern so gut ist, wie es nicht. Das mit den Löchern so gut ist, werde ich dann mit der Zeit sehen. Ja. Das war es heute von mir schon. Von mir, wo ich die gekauft habe, packe ich dann wieder unten in die Beschreibung rein. Ja, ich bin mal gespannt, wie die sich macht beim nächsten Fotoshooting mit dem Streampunk-Outfit und was weiß ich. Und ob das Teil auch weichen hält und dass es nicht jetzt nur einmal oder zweimal zu gebrauchen ist. Aber ich denke mal, das hat man. Wird auch ein bisschen mit Pflegemittel und dann wird das schon ein bisschen halten. Jo, das war's heute von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao und danke fürs Reinschauen.